An was denkst du, wenn du das Wort Akkorde in Verbindung mit der Gitarre hörst? Ich habe früher immer dabei an sowas gedacht. Unter Gitarristen gibt es seit Ewigkeiten die Aufteilung in Rhythmusgitarre, das was du gerade gehört hast, und in Leadgitarre. Die Einteilung lässt vermuten, dass Rhythmusgitarristen eher Ahnung von Rhythmus und Akkorden haben sollten und Leadgitarristen eher Ahnung von Pentatonik und Tonleitern. Ich bin allerdings der Meinung, dass das völliger Quatsch ist und möchte anhand von einem richtig coolen Beispiel in dem heutigen Video zeigen, warum die Akkorde auf der Gitarre so unglaublich wichtig sind. Los geht's! Für das heutige Beispiel habe ich eine Akkordfolge gewählt, die ein paar Besonderheiten hat und dadurch sehr eingängig klingt. Die Akkorde sind C-Dur, Cis vermindert, F-Dur, F-Moll, C-Dur, G-Dur, C, F, C und G. Und ich spiele jetzt das Ganze mal mit dem Rhythmus, den ich mir dazu vorstelle, und in Time. Und hört man sich diese Akkordfolge jetzt an, dann merkt man ganz schnell, dass der tonale Bezugspunkt C-Dur ist. Wir befinden uns also in der Tonart C-Dur. Wie man auf die Tonart genau kommt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das ich hier oben im Eck verlinke. Es gibt allerdings zwei Akkorde, die komplett aus der Reihe tanzen, die nicht in der Tonart C-Dur vorhanden sind. Und zwar ist es der Cis-Vermindert-Akkord. Klingt alleine ziemlich schräg, aber zwischen den beiden Akkorden C und F klingt er ganz cool. Und dann haben wir noch den F-Moll-Akkord, der eigentlich in C-Dur auch nicht vorhanden ist. Das kann man aber machen, das sind sogenannte tonartfremde Akkorde, die kann man mit einfügen und das Ganze bringt halt so ein bisschen Leben und Feuer mit rein. Und das zu wissen, ist auf jeden Fall sehr gut, nicht nur wenn man Rhythmus spielt, wie man auch später sehen wird. Und den Rhythmus habe ich in sogenannten Swing-Vierteln gespielt, also sind durchgängige Viertelnoten, aber immer mit diesem Shuffle-Swing-Feeling im Hintergrund. Also die Achtelnoten sind nicht da, 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 sondern die sind da, 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 da. Und diesen Aufschlag, den habe ich immer mit angedeutet in dem Rhythmus. Dann sagt man Swing-Viertel dazu, sowas da. Ich spiele zwar nur Viertelnoten, aber dazwischen kommt immer so ein Zack. Das nenne ich Swingviertel. Damit ist eigentlich die Rhythmusgitarre abgeschlossen. Ich könnte jetzt das Ganze auch noch, also die Akkorde noch in einer anderen Lage spielen. Das wird dann ungefähr so klingen. Aber darum soll es jetzt primär nicht gehen, sondern ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die sogenannte Lead-Gitarre an. Ja, und wenn wir Lead-Gitarre hören, dann denken wir meistens an stark verzerrte, heulende E-Gitarren. Aber Lead-Gitarre kann auch ganz anders sein. Ich mache das Ganze jetzt bewusst mit der Akustik-Gitarre und es geht da nicht immer darum, dass man sagt, Lead-Gitarre ist derjenige, der Solo spielt. Das kann auch einfach eine zweite Gitarre sein, wenn man ein Akustikduo hat oder wenn man eine Band hat. Das muss nicht immer der oder diejenige sein, die das Solo spielen. Wir haben ja gesagt, dass die Tonart C-Dur ist und so liegt es jetzt eigentlich ziemlich nahe, dass man sagt, hey, weißt was, ich nehme jetzt mal die C-Dur-Tonleiter und spiele da drüber. Das mache ich jetzt mal. Thank you.
hier kann man, wenn man das Gespür hat, wann welcher Ton gut passt, schon ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Aber man merkt auch, es fehlt so ein bisschen das Feuer. Also gerade an den Punkten, wo irgendwie auch diese außergewöhnlichen Akkorde gespielt werden, da fehlt ein bisschen was. Finde ich zumindest. Also es klingt nicht falsch, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, cool. Aber um das Ganze besonders klingen zu lassen, braucht es ein bisschen was anderes. Und bevor ich dir jetzt erkläre, was, spiele ich einfach mal einen Durchgang und ich bin mir sicher, wenn du den Durchgang hörst, dann wirst du auch merken, ah okay, hier ist irgendwas anders. Irgendwas passt da besser. Ich finde das mega cool, es macht wahnsinnig viel Spaß zu spielen und du hast schon gemerkt, es ist jetzt nicht virtuos, es ist nicht schnell, ich kann nicht wahnsinnig schnell oder virtuos spielen, aber man merkt, es passt irgendwie, also es rastet irgendwie ein, jeder Ton macht an der Stelle Sinn. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich glaube, ich weiß, woran das liegt, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten oder auch in beiden Fällen gehen wir es jetzt mal durch. Vorab noch zu sagen, es gibt den Backing-Track zu diesem Solo und auch die Tabulatur zum Solo auf meiner Lernplattform. Da kann man sich einen kostenlosen Account anlegen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und für meine Griffbrettfuchs-Mitglieder gibt es sogar noch eine extra Lesson im Griffbrettfuchs, wo ich das Ganze nochmal genau aufschlüssel und aufdrüssel. So, dann schauen wir mal rein. Den ersten Teil. Das sehe ich jetzt mal als erste Phrase. So, man muss wissen, es geht mit dem C-Dur-Akkord los. So, C-Dur, man denkt ja sofort irgendwie da dran. Aber C-Dur gibt es ja überall auf dem Griffbrett. Hier, hier, hier. Das heißt, mit dem C-Dur-Akkord kann man das ganze Griffbrett abdecken. Und wenn ich jetzt mal hier den Barré-Griff nehme, dann sehe ich doch die drei Töne hier übereinander. So, und was passiert jetzt? Spiel genau diese drei Töne. Also natürlich spiele ich noch andere Töne, der ist übrigens überhaupt nicht mit in der Tonleiter drin. Aber es ist ganz klar ersichtlich und auch hörbar, dass ich um diesen Part hier rumspiele. Ich könnte jetzt auch das machen. Oder sowas. Ich habe dazwischen einfach aufgefüllt mit Sachen, die ich geschmackvoll finde. Mag sein, dass jemand nicht geschmackvoll findet, ich finde es halt eben cool. Aber es ist ganz klar ersichtlich, okay, ich spiele diesen Akkord. So, und wo ende ich? Ich ende auf dem Ton. Und jetzt müssen wir noch wissen, an welcher Stelle ende ich da. Achtung. Und zwar dann, wenn hier dieser Cis-Vermindert-Akkord kommt. Und tada, der Ton hier ist ein Akkordton aus dem Cis-Vermindert-Akkord. Und darum geht's, dass ich als derjenige, der nicht nur die Begleitung spielt, auch weiß, wann wechseln die Akkorde und welche Töne kann ich da dazu spielen. Was passt denn an der Stelle? Und natürlich passt ein Akkordton vom jeweiligen Akkord immer an der Stelle. Und man hört jetzt direkt in dieser in diesem Melodielauf die Akkorde. So, wie geht's denn weiter? Jetzt mache ich Folgendes.
So, hier ist ein F. F klingt, während ich diese Phrase spiele, im Hintergrund. Und wenn man sich zum Beispiel schon mal mit dem Caged-System beschäftigt hat, das ist ja ein Part in meinem Griffbrettfuchs-Mitgliederbereich, da geht es genau um diese Sachen übrigens. Also ich verlinke den auch gerne unten, wenn du sagst, du willst nicht nur hier die Akkorde kennen, sondern überall und genau sowas, wie wir jetzt gerade machen, verstehen und checken, dann schau da unbedingt den Griffbrettfuchs-Mitgliederbereich an. Ich habe nämlich jetzt auch hier meinen F-Dur-Akkord. Hier. Und genau da spiele ich jetzt hin. Ich schmück das Ganze noch mit Tonleitertönen aus, aber was ich jetzt mache, ich spiele ein Arpeggio. Ich spiele die Akkordtöne rückwärts. Oder von hier angefangen. Man hört richtig den Akkord. So, und ich ende, Achtung, auf diesem Ton. Und an der Stelle klingt jetzt der F-Moll-Akkord. Ganz bewusst ändert es auf diesem Ton. Hier ist mein F-Dur-Akkord und das ist der Ton, der Dur und Moll ausmacht. Hier ist der F-Moll-Akkord. Und genau auf den Ton lande ich. Und dann hat man diese Phrase. Über F-Dur und jetzt, ab jetzt, F-Moll. Das ist dann die nächste Phrase. Hier wird direkt der F-Moll-Akkord ausgespielt und ich löse auf in diesen Ton und der Ton ist einfach wieder in C-Dur drin. Jetzt schauen wir uns das mal hier an. Achtung. Cis vermindert. Jetzt F-Dur. F-Moll. Und C. Und darum geht's. Das ist das, was ich immer sage, was so wichtig ist. Ich nenne es die Akkorde umspielen. Ich spiele nicht nur Akkordtöne an, aber es ist ganz klar, dass man hier überall immer den jeweiligen Akkord, der in der Begleitung im Hintergrund ist, anspielt. Und genau das ist es A und O. Dass man auch als Lead-Gitarrist oder als zweiter Gitarrist oder als, keine Ahnung, Gitarrist, weiß, wo sind meine Akkorde hier über auf dem Griffbrett. Und wie ich es vorher schon mal gesagt habe, wenn du sagst, das will ich checken, das will ich verstehen, schau da unbedingt den Griffbrettfuchs-Mitgliederbereich an. Das ganze System ist darauf ausgerichtet, dass man das versteht. Und im Endeffekt kann ich zwischen diesen Akkorden oder wenn ich das als Raster habe, wirklich alles spielen. Also ich könnte jetzt hergehen und total willkürlich chromatisch spielen, also Töne, die überhaupt nicht in der Tonleiter vorkommen. Aber selbst dann passt es irgendwie, weil ich halt immer das Skelett, den Akkord, rumsehe. Immer weiß, wir sind gerade bei dem Akkord, auf den Tönen kann ich jetzt landen. Auf meiner Lernplattform gibt es kostenlos die Tabs und den Backing-Track. Und für meine Griffbrettfuchs-Mitglieder gibt es das natürlich auch. Und zusätzlich noch eine Lesson, wo ich auf die ganzen einzelnen Licks eingehe im Griffbrettfuchs-Mitgliederbereich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du das mit Freunden teilst, für die das vielleicht auch interessant sein könnte. Das Video hier ist sehr ähnlich aufgebaut. Ich denke, es passt vielleicht ganz gut, wenn du dir das jetzt direkt danach anschaust. Ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende und hoffentlich bis nächsten Freitag. Ciao.